In meinem Studium habe ich für jede einzelne Prüfung umfangreich und tief auswendig gelernt. Und wenn ich das so gemacht habe, dann sollten auch Sie besser zu jeder Prüfung umfangreich und tief auswendig lernen. Das gilt nicht nur für die GDI 2, aber eben besonders für die GDI 2 und vergleichbar abstrakte Themen. Für mündliche Prüfungen gilt das noch einmal besonders krass, aber eben auch für jede schriftliche Klausur. Das Problem ist, dass sehr viele Studierende nicht wissen, wie man effektiv auswendig lernt, so dass der Stoff erstens überhaupt erst einmal im Kopf bleibt, zweitens sich dann aber auch ein Netzwerk von Informationen im Kopf bildet. Dieses Netzwerk von Informationen nennt man Verständnis des Stoffes. Auswendiglernen ist nicht das Gegenteil von Verstehen, sondern nach aller Erfahrung ist Auswendiglernen für die meisten Studierenden eine Voraussetzung fürs Verstehen. Noch einmal, Verständnis heißt, man hat nicht nur die Informationen einzeln, sondern das semantische Netzwerk aller Informationen im Kopf. Aber dazu müssen die einzelnen Informationen erst einmal in den Kopf hinein. Zunächst einmal, ich habe mich nicht jeden Tag mehrere Stunden am Stück hingesetzt, um konzentriert durchzulernen. Das ist nicht meine Art zu lernen und wahrscheinlich auch nicht optimal für die meisten Zuschauer dieses Videos. So tickt die Spezies Homo sapiens nun mal nicht. Ich habe mir eine Liste von Stichworten zurechtgelegt und dann habe ich mir immer wieder ein einzelnes Stichwort vorgenommen und versucht, mir selbst aufzusagen, was ich alles dazu weiß. Wenn ich nicht weiter wusste oder nur Kraut und Rüben zustande gebracht habe oder den Verdacht hatte, dass ich einen Punkt vergessen haben könnte, dann habe ich noch einmal nachgeschaut und das laute Aufsagen noch einmal von vorne begonnen. Und wenn es wieder nicht geklappt hat, dann noch einmal und noch einmal. Das habe ich innerhalb meiner reservierten Lernzeiten alle paar Minuten gemacht und zwischenzeitlich immer etwas anderes zum Ausgleich. Das habe ich aber auch zusätzlich etliche Dutzende Male pro Tag außerhalb der reservierten Lernzeiten auch noch gemacht. Das kann man zum Beispiel gut unter der Dusche und überall sonst halt, wo man gerade allein ist. Ja, wichtig ist aber, dass Sie dabei laut und akzentuiert sprechen. Nur dann merken Sie gnadenlos, dass Sie immer noch stocken, dass Sie nicht mehr weiter wissen, dass Sie vergeblich nach Worten oder Formulierungen suchen. Sie sollten auch ausdrucksstark sprechen. Je mehr Ausdruck und Emotionen Sie in Ihre Worte legen, umso besser bleibt der Inhalt im Gedächtnis. So tickt der Mensch. Am besten reden Sie sozusagen mit Händen und Füßen. Stellen Sie sich vor, Sie üben eine Sprechrolle im Theater ein. Nur, dass Sie den Text nicht wörtlich wiedergeben müssen, aber unbedingt mit den korrekten Fachbegriffen und Formulierungen und mit adäquater Strukturierung. Also doch beinahe wörtlich. Wenn ich mit Studierenden über ihre Prüfungsvorbereitung spreche oder eine mündliche Prüfung abnehme, stelle ich immer wieder fest, dass der Stoff im Kopf des Studierenden überhaupt nicht auf der verbalen Ebene verankert ist. Der Studierende meint, er weiß alles und hat alles verstanden, kann aber auf die einfachste Frage im Gespräch keine adäquate Antwort geben. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht, denn ich habe oft das dringende Gefühl, der Stoff wurde so auswendig gelernt, wie man ein Telefonbuch auswendig lernt. Aber eine Sprechrolle wie im Theater ist viel leichter zu lernen als ein entsprechend langer Text im Telefonbuch und ist per Definition schon auf der verbalen Ebene, also genau da, wo man mit dem Lernen hinkommen muss. Die Notation lernt man dabei mehr oder weniger automatisch mit. Also zum Beispiel, was das R und das I beim Simple String Matching sind und was das Q beim komplizierteren String Matching Algorithmus ist. Das ist natürlich nicht Teil des Stoffes, aber es schadet auch nicht. Wenn sich auch die Notation im Kopf mit verankert, ist es eine sehr gute Gedächtnisstütze für den eigentlichen Stoff und erleichtert ungemein das Nachdenken und das Reden über den eigentlichen Stoff. Der Teil der Videos, indem ich vor der Kamera den Stoff noch einmal strukturiert zusammenfasse, ist unter anderem auch gedacht als Blaupause für die Bemühungen der Studierenden um den Stoff. Das ist die Sprechrolle, von der ich gesprochen habe. Die Struktur ist ja immer wieder dieselbe oder zumindest sehr ähnlich, so ähnlich wie nur irgend möglich. Was ist die Invariante? Warum folgt aus der Invariante Korrektheit? Wie wird Einhaltung der Invariante sichergestellt? Was ist die Komplexität? Diese immer wieder gleiche oder ähnliche Struktur hilft sehr stark beim Lernen. Wenn Sie sich darauf einlassen.